Hi Wild Wings Fans! Geht ihr noch zur Schule? Wollt ihr etwas Gutes tun und coole Preise gewinnen? Dann jetzt aufgepasst! Sich füreinander und für die Region einzusetzen, sind nicht nur wichtige Werte für das Familienunternehmen Karl Storz, sondern auch die Wild Wings sind darin ein Vorbild und zeigen, was man als Team gemeinsam erreichen kann. Mit dem Kooperationsprojekt Gemeinsam stark bieten die Wild Wings und das Medizintechnikunternehmen Karl Storz Schülern aus der Region eine Plattform, eigene soziale Ideen zu verwirklichen. Gut, grundsätzlich macht gemeinsame Aktion immer mehr Spaß, wie wenn jeder allein was macht. Und es fördert dann auch, sag mal, immer so ein Stück weit auch die soziale Kompetenzen, die man einfach auch für spätere Leben immer brauchen kann. Wenn wir da jemanden haben, wo auch körperlich schwächer ist, ist es einfach wichtig, dass ich sehe, ich helfe gegenseitig und hole nicht immer gleich einen Vorgesetzten. Das fördert bei uns einfach auch den Teamgeist und Zusammenhalt und sich respektieren. Man sollte sich auch hier sehr respektieren bezüglich Nationalität. Wir sind internationale Firma, machen internationale Ausbildung. Also sozial aktiv zu sein bedeutet für mich, dass man anderen Menschen hilft, egal wem und egal wie. Und dass man die Dankbarkeit auch einfach zurückbekommt von den Menschen, wenn sie sich freuen und wenn man ihnen was zum Beispiel beigebracht hat. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass halt jemand Hilfe benötigt, dann gehe ich zu dem hin und versuche ihm zu helfen, soweit es möglich ist. Und ich finde, da fängt schon an, dass man sozial aktiv ist, wenn man sich einfach gegenseitig unterstützt. Am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, aber dann macht es richtig Spaß, weil man auch seine eigenen Erfolge sieht. Das ist echt cool. Ja, sozial aktiv zu sein kann viel sein. Zum Beispiel mit irgendwelchen anderen Leuten kleinere Dinge zu machen, älteren Leuten beim Einkaufen helfen oder auch eben in der Gemeinschaft größere Dinge zu bewegen. Aber ganz wichtig finde ich eben, dass man was macht, was einem selber nicht unbedingt primär Nutzen bringt, sondern anderen hilft und damit irgendwas erreichen möchte. Für mich bedeutet es, sozial aktiv zu sein, anderen Leuten zu helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, einfach Leuten zu helfen, ohne gefragt zu werden. Also denkt euch ein cooles, soziales Projekt für unsere Region aus. Bewerbt euch bis zum 28. Oktober. Ich zähle auf euch. Bis bald, euer Simon Danner.